Genau, das ist jetzt ein amerikanischer Sumpfkrebs. Und wenn die gekocht sind, 10 Minuten kochen, einfach einen Schwanz abdrehen. Dann hat man das in der Hand. Und dann mit einer Schere, am besten so, den Schwanz, hier den Rückenpanzer aufschneiden. Dann mache ich hier ein bisschen. Presse ich den Panzer auseinander. Hol den Schwanz raus. Und dann hier vorne ein bisschen ziehen und dann geht schon das letzte Gedärm mit diesem schwarzen Bändchen da, geht schon ab. Und das ist das, was übrig bleibt. Tipptopp Krebsfleisch. Ein bisschen Kräuterbutter nochmal gebraten. Perfekt. Nochmal. Hier aufbrechen. Und dann ist. Hat man schon den Kram in der Hand. Hier vorne sind wir so ein Schlunker. Kann man einfach so da rausnehmen. Zack. Das ist tippitoppi sauber. Ja, fertig.